Gabriel will sich bei Gesprächen in Israel für die Wiederbelebung der Nahost-Friedensgespräche einsetzen. Gabriel sagte im ZDF-Morgenmagazin, er halte an einem Treffen mit Menschenrechtsgruppen fest. Deshalb hat Ministerpräsident Netanyahu nach Medienberichten damit gedroht, ein Treffen abzusagen. Es ist ganz normal, dass wir in Auslandsbesuchen auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen. Das tun wir seit vielen Jahren in vielen Ländern. Man muss sich mal vorstellen, der israelische Premier, der ja auch Außenminister ist, würde nach Deutschland kommen, würde sich mit Kritikern der Regierung treffen wollen und wir würden sagen, du, das geht nicht. Wenn du das machst, dann sagen wir unsere Termine ab. Das wäre ja undenkbar. In der Gedenkstätte Yad Vashem hatte Gabriel gestern einen Kranz niedergelegt zum Gedenken an die 6 Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden. Im Zuge einer umstrittenen Hinrichtungsserie sind im US-Bundesstaat Arkansas 2 Männer exekutiert worden. Sie wurden mit der Giftspritze getötet. Die Exekutionen sind Teil von insgesamt 8 geplanten Hinrichtungen. Grund dafür ist, dass bei einer Substanz des Giftcocktails Ende April das Haltbarkeitsdatum abläuft. Gerichte hatten zuvor einige der Hinrichtungen vorläufig gestoppt. In Frankreich hat Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vorübergehend den Vorsitz des rechtsextremen Front National niedergelegt. Sie wolle, wie sie sagt, über den Parteiinteressen stehen und bei der Stichwahl gegen Emmanuel Macron möglichst viele Franzosen hinter sich vereinen. Bei 9 Protesten im krisengeschüttelten Venezuela sind erneut mindestens 2 Menschen getötet worden. Damit steigt die Opferzahl in dem Machtkampf zwischen Präsident Maduro und der Opposition auf mindestens 24. Im ganzen Land gingen gestern wieder Hunderttausende auf die Straße. Seit Wochen fordert die Opposition Neuwahlen, die Achtung des von ihr dominierten Parlaments und eine bessere Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln und Medikamenten. Der Zeichner von Asterix und Obelix hat Geburtstag. Albert Uderzo feiert heute seinen 90. Der Franzose schuf vor mehr als 50 Jahren die weltbekannten Gallier, gemeinsam mit René Goscinny. Seitdem wurden etliche Römer verprügelt, etwa 370 Millionen Bücher mit seinen Zeichnungen wurden verkauft. Uderzo hat mittlerweile den Stift niedergelegt, seine Nachfolger machen weiter. Im Oktober erscheint der 37. Band. Wir sagen bis später und hier geht's jetzt weiter mit dem MoMA-Wetter und Benjamin Stöwe. Best